Hallihallo und willkommen zurück zu einer Runde Enter the Gungeon. Aber was mich gerade wundert ist, warum ist meine Grafikeinstellung so klein? So. Ja, ein bisschen hardcore. Eigentlich für die hier. Ja, dann nehmen bitte. Das sieht doch schon besser aus. Und wir nehmen wie immer den Soldaten. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich an dem festgeklammert. Ja. Wir hatten es bisher ja nicht geschafft, den Gungeon zu bezwingen. Und ja, was mich irgendwie nervt ist, dass ich die letzten Tage, trotzdem, dass ich Let's Played habe, ZB beim letzten Enter the Gungeon Video hat man mich ja gesehen, aber eben halt nur meine Kamera. Jetzt aus irgendeinem Grunde, trotz Vortest und sowas, gibt's keine Kamera mehr. Oh, Schrotflintenbob! Aber dafür funktioniert dieses Mal das Mikrofon und wir versuchen Schrotflintenbob zu Ding. Und sein anscheinend Zwillingsbruder. Ja, das ist jetzt. Hier unten geht's weiter. Oh, Schrott. Nein. Nicht nochmal. Wurde ja beim letzten Video völlig überrascht. Oh nein. Maschinengewehrgeist. Jetzt wird's gefährlich. Oh, scheiße. Da war das nur der Helm, aber... Weg hier. Gefährliches. Oh nein! Hat's mich doch erwischt. Fuck. Und ein Schlüssel. Mist. Und ich weiß nicht mal wie. Es geht weiter. Im Gungeon. Ich finde die Idee hinter dem Spiel. Oh fuck! Bist du. Oh. Warum diese scheiß Chicken Wings, ey? Ach nö. Wie wollen wir denn den ganzen packen? Also, das ist schon hardcore. Das ist sehr, sehr hardcore. Oh mein Gott. Also, für Pros, oder sagen wir mal, Leute, die wirklich geübt in dieser Art von Games sind, die werden mich wahrscheinlich auslachen, weil ich es immer noch nicht aufgeführt habe. Was ist das? Ein Schreien für einen vergessenen... Der Waffe gestrickt hat, wirst du das auch tun? Okay. Ja, schon wieder. No. Wow.
Schrotflintenbob an der Flinte, ey. Aber das war's nicht mit Flintenbob. Was drauf angezeigt ist. Egal, von der anderen Seite rein. Ah, da ist ein Schlüssel. Einer. Was? Oh, die neue Waffe. Die nehmen wir nach. Aha. Aber ich glaube nicht, dass unsere Lebensenergie jetzt dafür ausreicht. Noch mal. Oh nein. No, 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 no. Oh, fuck. Kommt, eine Runde spielen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Wir packen das Dingswand noch einmal. Und wenn ich mir einen fürs Koop dazu holen muss. Come on. Das ist hart. Das ist... Oh nein, 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 nein. Nein. Und noch ein Geist. Übertreibt ihr es mal wieder. Ich hasse diese Geister. Ey, der hat eine Knarre wie aus Mafia. Naja. Der ist ja noch schlimmer. Geh weg, ich hab keine Kekse. Okay. Dummer Geist. Jetzt hab ich euch. Next round. No! Verpiss dich! Hüten die Bühne, klar! Nochmal zwei, 25 Patronen gesammelt. Jetzt geht's aber ab hier. Oh, Schrotflinten, Bob und sein Bruder. Einen habe ich platt gemacht. Nachher brauche ich nicht. Oh nein, da kommen neue. Yeah. Alle. Nice work. Nice work. Und wir haben noch den Helm und unser Leben. Oh fuck. Jetzt kommt hier Schrotflintens Bob sein Wasser dran. Aber den haben wir auch flott erledigt. Oh mein Gott, nein. So viele Schrotflinten Bob gleich doppelt. Meine Bewegungen bleiben hier. Verpisst euch. Geister, nein! Und das auch noch gleich zweimal! Genau! Und wir haben schon ein halbes Leben weg. Verpiss dich! Die sind echt mies. Puh, Hardcore-Sache. Und da ist der ganze Boss, aber wir haben noch keine... Egal, wir müssen es versuchen. Ach nein, das ist der Laden. Rüstung. Halbes Herz. 20. Oder Rüstung. Nehmen wir das halbe Herz.
brauchen wir nicht. Und weiter geht's. Auf der Suche nach dem Dungeon Master. Fast vor wie im Wilden Westen. Ja. Ein leerer Raum. Okay. Nein! Fuck, und da kommt ein Geist. Mafia-Geist! Aber geschafft. Wo ist das halbe Herz? Ha. Boah, ein halbes Herz bekommen. Krass, ist mir vorher auch noch eine neue Waffe. Nein, wir nehmen den Bombenknaller. Das war nicht, was der Hunger bringt, aber... Was ist das da oben? Gibt das uns was? Anscheinend nicht. Aber wir haben immer noch nicht den ganzen Master gefunden. Wo war denn jetzt noch ein Weg, den ich nicht ausprobiert habe hier unten? Muss er ja langsam sein. Da unten. Da wird er wohl sein. Dieser Gang hier. Oder auch nicht. Doch, das ist er. Auf in den Ganschen. Auf in den, nicht der Typ. Was? Wow. Zünden. Das ist gar nicht gut gewesen. Okay, Leute, das war's. Ja, schönes Deft-Foto. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war Enter the Gungeon und ich bin euer Anubis. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.